Los. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Digital Zoogalerie. So. Zoogalerie, genau. Muss jetzt langsam überlegen. Mit mir, Nisa und Jeder, hi. ja. Part 2 besteht aus dem Aquarium. Und zwar. Da Oh. ist der Wal gerade. Was ist ein Buckelwal? Oder ist Voll das ein geil, voll Blauwal? riesig. Ich habe keine Ahnung. Die Idee, den hier ins Aquarium reingesteckt hat, weiß ich nicht. Und da kommt ein Marlin. Und eine Robbe. Wo ist die Robbe? Ich liebe Robben. Hier ist das ein Seehund? Das war nicht richtig. Oh, und ein Oh, Hai. hier. Wo bist du? Andere Seite. Da ist er gerade ganz dicht vor. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ein Punkt, Punkthai, Punktwal. Keine Ahnung. Das ist ein Walhai. Ein Walhai. Gut. Können Sie da besser aus als ich. Und da hinten steht ein Einhorn. Ich hab's gesehen. Ja, stimmt. Haben sehr nice gemacht, ne? Und mit dem Fischschwärmen und sowas alles. Mantarochen sind hier drinne. Okay, die Spiegelung ist ein bisschen komisch, aber naja, gut. Ja, geht. Gibt Schlimmeres. Ja, Ja, das gut, dann stimmt. gucken wir uns die Bilder Eine an Robbe und hin. dann eine Schildkröte und Muränen. Man hat hier alles. Okay, gut. Also, wir haben hier eine Robbe, Schildkröten. die ziemlich augenmäßig aussieht oder sollen das Wellen sein? Keine Ahnung. Boah. Aber Ich habe sieht keinen schön blassen Schimmer. aus. Ja. Kann man kriegen für 45, 92. Oh, die hier auch. Marlin. Jetzt sag ich doch, das ist ein Malen. Ja, ist ja gut. Jo, geil, Omatic, was sieht aus, Oh. als ob der in einem Gewitter rumschwimmt. Okay, anscheinend kommen die immer wieder vorbei. Das meine ich ja mit der weiterführenden Animation. Na Aber. okay, das ist hier wahrscheinlich auch nicht ganz so groß. Oh, da kommt gerade der Wal wieder. So, was haben wir hier noch? Ach ja, ein Rochen. Ein Rochen, wo bist du denn? Ah, da. Hier. Ja, Ein ein Rochen. Rochen. Oh, ein Blümchenrochen. Ein Rochen, der die Scheibe entlang rutscht. Was haben wir auf der anderen Seite? Eine Ein Muräne. Kiel. Die kosten alle 45,92. Doch, super. Dann haben wir hier den Walhai. Alter, geil! Der kostet 76. Weil er mit Animation ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir hier den Riesenkraken. Jupp. 305 Euro. Dollar, Wow. Entschuldigung. Du. Ja gut, kannst auch gleich Euro sagen, weil ne, Dollar und Euro sind ja im Ja, da Prinzip fast tun gleich. sich im Moment nicht viel, ne? Nö. Oh, oh, oh Hier. Gott, Hilfe! Ist das laut? Hier haben wir den weißen Hai. Der sehr laut ist. Alles klar. Auf der anderen Seite haben wir denn. Was war das jetzt? Potwal. Humpback-Wall? Ist das ein Pott? Nein, das ist kein Pottwal. Ein Pottwal hat nicht so eine lange Stoff. Bin der Meinung, das ist ein Buckelwal. Das kann sein, warte mal, ich übersetze mal Humpback. Buckelwal, ja. Ja, sag ich doch. Ja, Ist es ein Buckelwal? bei Buckelwal und Blauwal ist kaum was zu unterscheiden, außer dass der Blauwal ein bisschen länger ist. Und blau. Oder so bläulich schimmert. So, was haben wir denn hier? Das ist. Manta-Rochen. Manta-Manta. Ach, jetzt sehe ich den. Ach so, hier so. Okay.
Ja, das ist der Manta. Ja, man muss immer genau hingucken. Vielleicht auch 2-3 Mal. Und das ist ja eine Schildkröte. Schildkröte. Eine Sternchenschildkröte. Green Turtle. Eine grüne Schildkröte. Wow, eine grüne Schildkröte. So, das waren die Bilder hier und jetzt kann man hier noch so einen Tunnel. Oh, ein Hai. Das ist aber kein weißer Hai. Nee. Sieht aus wie ein Bullenhai. Wenn das ein Bullenhai ist, na Brustmahlzeit. Gut, dass das die Panzerglas ist. Da ist wieder Marlin, da ist der Buckelwal. Hier kommt gerade der Hai wieder lang. Ich finde es aber auch gut, dass sie auch Namen und sowas damit reingemalt haben, weißt du? Die Kraken sieht man auch schon von hier aus ein bisschen. Ich nehme mal an, dass wir die gleich noch ein bisschen dichter sehen. Ja, bestimmt. Alter, und da kommt eine Dürtel. Ein Dürtel kommt da an. Und die sieht auch so cool aus. Ich möchte auf die reiten. Ja, hier kommt auch einer her. Oh, die schwimmen so elegant, Alter. Ja, obwohl das so klobige Dinger sind, ne? Ja. Hier ist ein kleiner Rochen. Ich finde das immer so geil, wenn unter einem was schwimmt. Da kommt wieder der Walhai. Der einzige friedlebende Hai. Blubbidi blubbidi blub. Oh, eine Schildkröte. So. Ja, wie ihr seht, hier ist der Kraken. Was für ein Riesenvieh. Ja. Also da würde ich auch nicht gerne schwimmen. Nee, lieber nicht. Mittagessen. Da ist eine Moräne. Der Walhai. Wali. Ja, viel Auswahl ist hier nicht, ne? Nö. Da kommt der Mantarochen. Eine Mondfische. Nee, das ist kein Mantarochen, das ist ein normaler Rochen. Das ist ein Rochen? Okay. Ich glaube, das ist ein Schwertrochen. Oder ein Stachelrochen oder so. Heißen die, glaube ich. Mantarochen sind diese großen da oben, über dir. Das ist ein Mantarochen. Über mir ist gerade nix. Bei mir ist hier Mantarochen gerade an dir vorbeigeflogen. Den? Den da hinten? Ja. Okay. Der war bei mir hier gerade über uns. Hier musst du drauf achten. Hier, oh Alter, guck dir die Moräne an, ey. Die sind so hässlich, die Viecher. Die können auch richtig zuschnappen. Im Flugzeug. Boah, hi. Oh, er kommt direkt auf uns zu. Eine Robbe! Hi. Ja, definitiv kein weißer Hai. Und da ist wieder Robby. Ist das hier ein U-Boot oder sowas? Oh ja, ist ein U-Boot tatsächlich. Ja. Ein U-Boot, ein Flugzeug. Was hier nicht alles ein Einhorn. Gestürzt ist, ne? Alles Mögliche. Oh. Ich mal, ey, sowas zu bauen. Oh, die Robben sind so süß. Immer wenn wir in Cuxhaven schwimmen gegangen sind, da gab es so eine kleine Bucht. Und da kamen die Rochen. Da kamen die Robben auch richtig an. Okay. So auf 1 Meter. Die waren es ja gewohnt, dass man. Ja. Achso. Das ist das Haiviertel.
Ja klar, U-Boot. Das halt, ne? U-Boot. Guck mal, hier ist sogar das U-Boot offen. Kann mal reingucken. Oh, da drinnen verschwindet eine Moräne. Wow. Und das ist dann cool, wenn man da dann schwimmt und da kommt dann so eine Robbe an. Ja, kann ich vorstellen. Okay, noch drei. Drei Stück habe ich jetzt gezählt. Eben war hier noch eine Moräne und jetzt ist sie weg. Hm. Oh ne, vier. Dann ist noch eins. Da schwimmt die Moräne. Fünf. Fünf Flugzeuge. Okay. Oh. Wow. Ich hab mich gerade voll erschrocken, ey. Warum? Wegen dieser Moräne hier. Oh. Rira Robbe. Robby, Robby, Robb. Also, man muss wirklich überall gucken, ne, weil überall ist irgendwas und. Ja, ich finde das sehr interessant. Schätze finden und, ne, klar, es hätte ein bisschen mehr Auswahl an Tiere geben können, aber, ne, man. Gratis Spiel ist das relativ viel schon. Ja, die Fische schwimmen hier auch durch Steine durch, ne? Ja gut, und die Fische schwimmen natürlich immer dieselbe Route, damit man die auch immer sehen kann und ich meine, das Spiel ist kostenlos, ne? Ich weiß nicht, ob die Galerie wirklich da was bringt, keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich eine geile Idee. Ist auch eine geile Idee. Ja, besonders, wenn man die Galerie wirklich hier reingemacht hat und fertig. Ja. Ja. Ich find's gut. So, und wir haben am Ende der letzten Folge ja schon was von Phasmo erzählt. Es wird auf diesem Channel auch noch Phasmo geben. Nun müssen wir gucken, ob der dritte Mitspieler mal Zeit hat. Ja. Ja, aber momentan ist er ständig am Arbeiten, hat kaum Freizeit. Ja, ist schwierig. Es ist wirklich schwer, ihn ans Telefon zu kriegen, geschweige denn vor dem PC. Yep. Aber naja. Ich meine, gut, Jitta und ich könnten das mal auch so spielen zusammen, aber. Ja, aber wir sind Angsthasen. Ja. Muss man dazu auch noch sagen. Da passiert ja nicht viel. Gehst du jetzt rein oder gehe ich jetzt rein? Manchmal haben wir denn so ein Spleen gerade, ne, dass wir so einen Schwupps Mut gekriegt haben, dass einer von uns dann da reinspringt. Und dann sterben wir beide. Ja. Besonders, wenn man eine Fußspitze in das Haus macht und hinter dir die Tür einfach zuklappt, während du noch in der Tür stehst. Ja, obwohl du eigentlich noch draußen stehst. Genau, und dann bist du plötzlich im Haus und stirbst. Das ist mir mal passiert. Yep. Passieren aber auch lustige Sachen. Ja, alle rennen die Treppe runter, ich bin die Letzte, die runter rennt. Vor mir stirbt jeder. Wir spielen das zu viert. Zwei laufen vor mir, eine läuft hinter mir und ich sterbe in der Mitte. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und alle lachen sie über mich. Darf doch wohl nicht wahr sein. Der Geist ist einfach stumpf an mir vorbeigelaufen, hat mich nicht mal wahrgenommen. Killt einfach jeder. Immer. Immer. Oder stimmt mir die ganze Zeit ins Ohr, keiner hört irgendwas außer ich und ich werde dem für bekloppt erklärt. Ja, das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an meinem PC lag oder so, aber auf jeden Fall hört jeder ständig die Geister singen, summen.
Stimmt. Oh ja, aber mit dem neuen Update ist das echt gruselig geworden. Mit diesen Singen. Das hat Kairin das letzte Mal auch gehört. Okay. Ja, ich höre das auch zwischendurch. Ja, aber nicht so laut, wie du das gesagt hast. Ganz besonders so eine Geisterjagd. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Übrigens gab es auch ein neues Update. Es soll nur 3 neue Geister geben. Ach, yay. Das hätten wir nicht schon genug. Und ganz besonders, wenn man denn auf diese letzte Stufe spielt. Wie hieß die Stufe nochmal? Ach, die hatten doch so einen ganz speziellen Namen dafür, ne? Exorzismus oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Da kann man auf jeden Fall eine ganz hohe Stufe einstellen und da kriegst du nicht mit, dass der Geist dich jagt. Wir waren alle drei sofort tot. Besonders, als das Licht angefangen hat zu flimmern, ne? So, dass man merkt, dass der Geist einen jagt, sind wir allesamt schnell in dieselbe Richtung, in dasselbe Zimmer und in dieselben Ecken reingerannt. Ja, am meisten war das aber immer noch, als wir den Geist per Satanismus beschworen haben. Und alle rennen die Treppe hoch, den gleichen Gang entlang, ins gleiche Zimmer rein, ins gleiche Badezimmer und jeder stirbt in derselben Ecke. Ja. 3 doofe, ein Gedanke. Haben wir gelacht, du. Das gibt's doch nicht. Ah, wir konnten ja auch nie raus, ne? Ah, so, ja. Ich habe jetzt durch ein Video rausgefunden, oder so wie die blöden Tarotkarten funktionieren. Ah, supi. Können wir das nächste Mal wieder was Neues ausprobieren. Ja, und zwar, wenn du die Tarotkarten nimmst, ne? Mhm. Und dann eine davon abnimmst. Ja. Dann sagen die Tarotkarten, was passieren wird. Entweder hast du eine friedliche Tarotkarte, oder du ziehst den Tod. Wenn du den Tod ziehst, fängt er sofort an zu handeln. Okay, und so lange wahrscheinlich, bis du tot bist. Bis einer, ja, zeitliche gesegnet hat, genau. Ich glaube, am meisten wahrscheinlich wohl diejenige, die Person, die Tarotkarten haben. Oh, super. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt auch Joker-Karten, beziehungsweise Fake-Karten da drinne. Okay. Das heißt, zum Beispiel, dann kommt die Karte tot. Dann flackert das Licht ein bisschen und dann verwandelt die sich in eine Joker-Karte. Okay. Das ist so auf jeden Fall interessant. Ja, da soll ja alles total umgestaltet werden bei Phasmo. Du sollst ja jetzt auch so Einsatzkarten, so ID-Karten sollst du jetzt da kriegen. Dann sollen ja angeblich 3 neue Geister mit dazukommen. Neue Maps. Und neue Gerätschaften. Okay. Ich bin gespannt. Also das, was wir bis jetzt vorgestellt haben, hörte sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. Bin begeistert. Tja, werden wir sehen, ne? So, ich glaube, wir müssen auch die Folge beenden, oder? Ah, sind noch 1 Minute und 45 Sekunden. Ah, okay. Dann ich renne hier schon die ganze Zeit am Fenster lang. Komm her, wir machen Wettrennen. Wir stellen uns jetzt beide hier so vorne hin. Und dann, auf die Plätze, fertig, los. Ja. Ich hab den Knopf nicht gedrückt. Scheiße. Ich gewinne. Jeter, Vorsicht, der Kragen, der holt dich gleich. Ja, von wegen. Noch einmal im Schnelldurchlauf. Fischies. Fischies. U-Boot. Flugzeuge, ganz viele. Noch mehr Flugzeuge, noch mehr Fischis. Und Jeter erreicht das Ziel. Yippie. Ja, gut. Jetzt habt ihr auch mal alles schön im Schnelldurchlauf gesehen. Ja, wie gesagt, so, das ist einmal im Kreis und dann war's das. Also. Ja, aber gut gemacht, finde ich. Ja. Also ich mag das. Ich mag sowieso Zoos ganz gerne. Oh ja. Wir müssen uns ja auch noch den Berliner Zoo anvisieren. Da war ich schon drin. Ich noch nicht. Toll, danke. Naja, wir waren letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich glaube, letztes Jahr waren wir im Hannover Zoo. Hm. So. Okay.
Das war da eigentlich auch ziemlich schön, außer die Sache, dass unser Sohnemann einfach abgehauen ist. Ja. 4 Jahre gerade, beziehungsweise 3 Jahre und rennt einfach weg. Wann haben wir den so auf den Kopf gestellt? Yep. Aber alles gut, wir haben ihn wiedergefunden, nichts passiert. Ja, wäre auch schön, wenn ihr ihn nicht wiedergefunden hättet. Ich glaube, dann würde ich sowas wie die Let's Plays und so nicht mehr machen. Nee. Nee, da wäre ich zu deprimiert oder hätte mir wahrscheinlich irgendwie die Schuld gegeben oder... Ja, obwohl ich nur 5 Sekunden nicht auf den Jungen geachtet habe und er eigentlich neben mir stand. Die sind schnell, die kleinen Viecher. Ja, das waren wirklich nur 5 Sekunden. Ich habe nur ein Foto mal eben schnell von einem Tier gemacht und drehte mich um. Weg war er. Ja. Musst du eigentlich ankennen. Habe ich auch schon zu meinem Mann gesagt. Das nächste Mal nehmen wir eine Leine mit. Gibt's ja so beide Kinder. Ja, gut. Na, falls die Kleine endlich mal laufen kann. Ja, das wird ja wohl noch ein bisschen dauern. Na, sie ist jetzt schon auf dem Weg, sich in die Krabbelposition zu stellen. Also, ja, aber mit ihren Herzchen. Ach, kriegen wir hin. Ja. Muss ich erstmal. Sie kommt nach Mama, Kämpfer und Erz. Aha. So, ich muss pinkeln, wir müssen Pause machen. Okay. Okay, Leute, dann sehen wir uns in dem nächsten Part. Ich der letzte. Was. Der letzte, genau. Noch. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüssi.